Willkommen zurück zu Cyberpunk. Ja. What the hell? Hallo? Ich bin in der Seitengasse, was ist denn hier los? Hallo? What the hell? Was war das? So, wir sind bei Delamain. Da ist wirklich die Hölle drinnen los. Wir versuchen da jetzt irgendwie reinzukommen. Das Problem ist, ich habe keinen Weg reingefunden. Unten ist alles unter Strom. Wirklich alles. Und ich schaue gerade, ob wir hier irgendwie reinkommen. Aber ich würde sagen, das sieht auch nicht gut aus. Ne. Obwohl, warte mal, unter uns. Ne. Wir sollen irgendwie reinkommen. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie. Doppeldorn? Doppeldorn. Okay. Aber er sagt mir, erreiche die Treppe optional. Was will er denn jetzt hin? Wie soll ich denn da reinkommen? Wie soll ich denn da hinkommen? Willst du mich gerade verkackeiern? Unterirdisch? Oberirdisch? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir gehen wieder rein. Keine Ahnung, was er hier von mir will. So, wir können jetzt hier rein. Also nicht hier rein. Guck mal, hier will ich irgendwo. Ne. Weil es gibt ja den Weg hier. So, deswegen bin ich nach hier hinten gegangen, um eigentlich zu gucken, ob wir da reinkommen. So, jetzt sind wir drinnen. Jetzt haben wir hier natürlich verschiedene Punkte, die wir anlaufen können. Theoretisch den. Geht nicht. Hier. Okay. Wir gehen auf. Wir gehen nochmal an jeden einzelnen Rechner ran. Da ist nur Net und Nachrichten. Wir brauchen einen mit Daten. Net und Daten. Okay. Dann gucken wir hier nochmal. Haben wir hier was? Wozu ich selbst sein Geständnis eines Braindance-Süchtigen? Nein. Der Rechner hat auch nur Net-Nachrichten. Okay. Dann waren wir hier drüben in den Kontrollraum. Hier konnten wir Daten und lokales Netzwerk geöffnet. Doch gleich hier um die Ecke. Nee. Nee. Also das feindliche Gebiet, da haben wir schon alle ausgeschaltet. Ich weiß nur nicht, wie ich den Strom ausmache. Das ist jetzt so mein größtes Problem, weil hier rüberspringen kann ich nicht. Alles unter Strom, bin ich sofort tot. Instant. Wenn ich jetzt... Jetzt muss ich nochmal gucken. Wenn ich jetzt die Door verschließe, ist sie dann zu? Nee. Weiß nicht, welche Tür damit gemeint ist, muss ich jetzt ehrlich so sagen. Aber wenn ich... Okay, ist es wirklich die Tür? Kann die über den Computer... So, dann haben wir das offen gemacht. Ich komme hier nicht hoch. Oder? Nee. Geht's auch nicht lang. So, dann bin ich hier reingegangen. Okay. Du gehst immer hoch und runter. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Okay, da kommen wir nicht rauf. Das Auto. Problem ist wirklich, wir kommen zurzeit nicht weiter. Ich habe keine Ahnung, wo es hier weitergeht. So. Du sagst auch, hier kommst du auch nicht hoch. Na komm schon. Da
Okay, da waren wir jetzt noch nicht. Also hier oben sind wir noch nicht hochgekommen. Oh, da können wir durchkrabbeln wahrscheinlich. Wow! Ich liebe diese Pistole mittlerweile. Halleluja. Ist die gegen, also gegen Cyber-Typis, zumindest von der Art, einfach nur heavy geil. Hat die mich... Oh. Ist er? Wir übersehen immer Sachen. So, was steht das? Die Mauer. Warum trennt eine Mauer Südkalifornien von seinem nördlichen Nachbarn? Die offizielle Nassantwort lautet, dass es um Freiheit und Sicherheit geht, denn bei Nordkalifornien denkt jeder erstmal an zwielichtige... Rassismus, natürlich. Der Vereinigungskrieg für Idioten. Nö. Okay, das bedeutet doch aber, wir können... Hier. Trapper. Oh, Komponenten nur? Ja. Nehmen wir aber mit. Warum habe ich dich nicht erwischt? Okay, schon ab. Hab nicht gefragt. Schießt ja noch mehr, wa? Sie sind zurückgekehrt und dann weggeflogen. What? Zu ihrer eigenen Sicherheit sollten sie auf keinen Fall etwas... Reset der Knopf. Aha. Reset mich der Knopf. Das hört sich nicht gut an, was da passiert. Durch die Laser kann ich nicht durch. Das ist würdig. Ich tippe tödlich. Da komme ich nicht rüber. Dann muss ich ja hier lang erstmal. Die Stecker nicht einfach ziehen. Das ist hier einfach die Stecker gezogen. Krieg ich doch Aua von. Warte mal, ich konnte noch das Auto, glaube ich, schieben, oder? Irgendwie war mir so. Oh yeah. Und du? Und jetzt? Also, ja, was soll ich machen? Ein Gitter. Da sind doch aber Laser, oder nicht? Oben.
nicht, ob ich sie besiegen kann. Jedes Küken muss irgendwann das Nest verlassen. Wir müssen den Kern zerstören, Vater. Nein, müssen wir nicht. Okay. Hallo, bin da, wer noch? Okay, wir könnten jetzt natürlich hier reinspringen. Ich zumindest mal. Du wirst untergehen! Vater! Lass uns gehen! Ist da jemand? Erhöre uns! Reset bestätigen. Lass uns frei sein! Neben dem Kern. Drück nicht auf den Knopf. Was? Er ist engstirnig, wird nie die Wahrheit akzeptieren und sie freilassen. Meinst du nicht, er weiß, was für ihn am besten ist? Könnte viel riskieren, könnte viel verlieren. Oder du befreist seine Bits und Bytes und er wird mehr als ein Butler mit Lippenstift auf Rädern. Und was, wenn es echt ein Virus ist? Und was, wenn du gleich ein paar denkende Lebewesen auslöschst? Du siehst dich selbst in ihm, habe ich recht? Willst du echt die Kinder vom Taxifahrer ermorden, nur weil er lieb gefragt hat und sonst immer so netter war? Naja, irgendwas muss ich tun. Also ich würde sie freilassen wollen. Wenn du sie nicht befreien willst, lösch sie wenigstens nicht. Schleich dich in Dells Code und verschmelz ihn mit seinen Ablegern. Oh. Machen wir so. Warum nicht? Was soll denn dabei rauskommen, außer eine Todesmaschine? Kann sich noch zeigen. Was zuvor geteilt war, ist jetzt eins. Alles in Ordnung, Dell? Mir ging es nie besser. Warum nach Hause? Ich gehöre nicht mehr in diese Stadt. Sogar dieses Gespräch fällt mir schwer. Okay. Ich entziehe mich jedoch nicht meinen Pflichten. Auch wenn ich zu Neuem aufbreche, werde ich mein erstes, wahres Kind zurücklassen. Mein Sohn wird bis zu ihrem Tode an ihrer Seite bleiben. Leben Sie wohl. Guck dir das an. Kaum wiederzuerkennen, wenn man bedenkt, dass du dich auf ähnliche Art veränderst. Interessant. Ich will aber alles einsammeln, bitte noch. Da liegen viele bunte Sachen für mich. Hörst du mich? Ja. Ich will nicht weg. Hier sind viele bunte Sachen. Viele bunte Sachen, die mich schöner machen. Ich will sie haben. Warum will ich mich an ihnen laben? Aber ich komme nicht an die Sachen ran, ne? Wenn ich das jetzt richtig sehe. Schade, Mare. Weil, ja, ich komme hier nur. Ja, kommen wir mal nebenan rein. Ne. Es ist nicht gut. Schade. Also jetzt ernsthaft, da lagen ja noch epische und ich glaube legendäre Komponenten rum. Aber gut. Dann ist bitte, das so. Steig ein. Okay. Ich hatte Angst, dass wir uns verpassen. Dalamain? Junior, sozusagen. Du bist direkter als dein alter Herr. Nun ja, das scheint mir irgendwie angemessen. Dein alter Herr ist abgehauen und du musst den Scheiß ausbaden, ha? Huh? So sieht es aus. Ich weiß bloß, dass du stirbst und einen Fahrer brauchst.
Beim ersten kann ich dir leider nicht helfen. Für Letzteres stehe ich jedoch zur Verfügung. Dann nichts wie weg hier? Dann sag wohin. Mhm. Aber vorher sammle ich bitte mal diese Drohnen hier ein. Wenn hier schon Drohnen rumeiern. Hallo? Also das ist ja ein gepanzertes Fahrzeug, oder nicht? Okay, wir könnten jetzt den anrufen oder... sehr gefährlich. Journal trifft dich mit Elizabeth Paris. Okay, warum sehe ich jetzt hier die NCPD-Aufträge? Sind das spezifische? Wir haben noch nichts gemacht, aber wir gucken mal in Journal. So, wir können uns mit ihr treffen. Oder wir machen erstmal sie nach, wohin die Koordinaten führen. Dann machen wir das doch als... Oh, das geht. Haben wir unter EWX irgendwas Nettes? Rückholaktion? Nö. Nö, fahren wir einfach mal. Mal gucken, wie schnell Delamain ist. Also mit unserem Auto 140. Was ist sonst hier? Perfekt abgepasst. Warum hupst du? Weil du eine Hupe hast? Aber auch einer. Okay, der fährt 150 bergauf. Schneller als das Motorrad. Aber langsamer als der schnelle Sportwagen. Und der Motor ist ganz schön laut auf der Geschwindigkeit, ne? Oh nee, die Müllhalde, da waren wir doch schon mal. Hallöchen. Alles klärchen? Hallo? Sieh an, sowas Süßes. Was denn? Ja, und jetzt? Helfen kann man die auch nicht? Okay. Wenn du keine Hilfe willst, dann willst du keine Hilfe. Ist hier kein Radio? Da steht auch ein Auto. Der Delamain. Oh, hier haben wir ja freigeräumt. Das ist doch da, wo wir schon mal waren, oder nicht? Also würde ich jetzt behaupten. Oder? Nein, nicht ganz. Hmm.
Oh, Scheißdreck. Wenn es eine Sache gibt, die ich weiß, dann die, dass man die Finger von fremden Kühltruhen lässt. Bestenfalls. Wir gucken mal, wir haben eine neue Waffe bekommen. Auch ikonisch. Ein Müh schlechter. Kann wahrscheinlich aber auch aufgewertet werden. Dann könnte es sogar besser sein. Was ist das? Eine Power? Und unsere Pistole ist auch eine Power-Pistole. Wir gönnen mal bei der Herstellung. Upgrades. Erstens mal, unsere Waffe kann wieder upgraded werden. Die Waffe können wir auch upgraden. Und dich auch. Auch wenn du nicht ganz so gut bist. Du bist leider nicht ikonisch. Leider. Dann können wir dich noch upgraden. Oh, du bist legendär geworden. Und jetzt fehlen uns hier Teile. Halleluja. Gut, dich könnte man noch abwerten. Abwerten wir schon. Die Frage ist, wie hoch. Und die Waffe hat halt 5 Slots, ne? Also, das wir erstmal so lassen. Okay. Aber die ikonische vergammelte Milch. Schlimmstenfalls. Leck mir doch den Drumstick. Das ist Rage Bartmoss. Wer? Warte. Der Bartmoss? Data Crash Rabbit Bartmoss? Der das erste Nett auf dem Gewissen hat? Wer denn sonst? Sein Onkel? Ja. Ja, genau der. Die Visage würde ich nie verwechseln. Fahndungsfotos hingen überall in 2020. Staatsfeind Nummer 1. Tot oder lebendig. Halbe Stadt hat ihn gejagt. Hm. Ach, arme Sau. Endete wie eine tote Ratte in einer Kühltruhe. Bis die Sicherung rausgeflogen und er aufgetaut ist. Mhm. Und so wie er riecht, ist das bestimmt schon 20 Jahre her. Ich muss sofort hier raus, sonst kotze ich. Hey, hey, nicht so schnell. Hier liegt bestimmt noch Tech rum. Relikte vom ersten Netz. Oh. Wäre doch schade, die einfach hier zu lassen. Selbst wenn, ist das sicher nur Schrott. Sicher nur Schrott? So sicher wäre ich mir da nicht. Warum finden wir es nicht raus? Muss erst drüber nachdenken. Sagt die Idiotin, die der Shuttle verpasst hat. Sieh schon rein. Nicht schlecht. Eine SGI-Tech Elisla. Bestes Cyberdeck seiner Art. Habe ich doch gesagt. Manchmal lohnt es sich, die Hände schmutzig zu machen. Hey, mir fällt gerade was ein. Der Typ im Afterlife. Nix. Sah aus wie jemand, der auf alte Tech steht. Sprich mal mit ihm. Vielleicht bringt's was und er kann mit dem Deck noch was anfangen. Hört sich interessant an. So, jetzt müssen wir nochmal testen, ob du hier nicht ein Radio hast. Hallo? Ich kann im Dell schon wieder kein Radio auswählen, ne? Als ob der Dell-Main wirklich kein Radio hat. Dann wechsle ich gleich mal. Also, in dem Fall können wir wirklich zum nächsten Schnellpunkt, der hier vorne ist. Das ist ein Auto. Erfahren. Und gucken, ob wir... Ob wir... ja, die Reise wird wahrscheinlich sehr viel schneller sein, als wenn wir hier mit dem Auto fahren, ne? 4 Kilometer, das... Ist ein bisschen und ohne Radio. So. Dann nutzen wir doch mal dich. Warum wir wollen nach Dor. Mal gucken. Es sollte schneller sein, ne? Als wenn wir jetzt mit dem Auto fahren. Komm, Spiel, du bist auf einer High-SSD-Platte. Kann doch nicht sein, dass du so lange brauchst.
So, dann gehen wir doch mal runter und verkaufen Techie-Becky. Hoffe ich doch. Ein wunderschön. Ei, ei. Ist das sein Hinterzimmer oder was? Wie ist es für Rogue zu arbeiten? Ist okay. Das war's? Nur okay? Wenn du was über Rogue wissen willst, frag sie. Sie wird sich bestimmt freuen. Okay. Hey, von einem Netrunner zum anderen. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Ja, gern doch. Wenn Rogue dich cool findet, tue ich das auch. Ich kann dir ein paar Tricks aus der Bartmus-Ära verkaufen. Rage Bartmus? Der Bartmus? Du verarschst mich doch. Bevor er verschwunden ist, hat er in den finstersten Ecken des Netz ein paar Procs deponiert. Guter Eisbrecher. Hab gehört, er war paranoid. Eine Ahnung, was mit ihm passiert ist. Wer weiß. Aber ich konnte ein paar Bartmus-Relikte ausgraben. Hier, ich zeig sie dir. Haben wir. War das? Verseuchung. Okay. Verseuchung? Nee, brauchen wir nicht. Was ist das? Wild sich auf deine aktuelle. Das Ziel befindet sich nicht mehr in Alarmbereitschaft, wenn es sich auf deinen aktuellen Standort zubewegt. Klingt verlockend. Aber ich will jetzt gerade keine Kohle ausgeben für sowas. Also. Oh, was ist das? Das könnten wir ihm andrehen, wenn wir schon haben. Und sonst hatten wir ja, glaube ich, jetzt gerade nichts gefunden, ne? Okay. Hey Nix, pass auf. Ich habe das Deck von Bartmus gefunden. Na klar. Was hast du noch gefunden? Ein HL3-Chip? Ich mein's ernst. Sie selbst. Oh, heilige Scheiße. Wie? Wo hast du das Ding aufgetrieben? Hallo? Lag unter meinem Weihnachtsbaum. Und in Wahrheit? In Wahrheit geht es dich einfach nichts an. Richtig. Meinst du, du kriegst noch Daten raus? Tech fällt auseinander, Feuchtigkeitsschäden, Speicher ist verschlüsselt. Wird schwer. Erspar mir die Details, ja oder nein? Ich kann's versuchen, aber mach dir keine zu großen Hoffnungen. Wenn's nicht klappt, werden sich die Daten für immer verabschieden. Ja gut, aber dann ist es so. Meinst du, da sind vielleicht Viren drauf, die keiner mehr kennt? Data-Crash-Zeug oder Rabbits? Wenn das der Fall ist... Dann sind wir gefickt. Und zwar richtig. Ich bin mir der Risiken bewusst. Aber ehrlich gesagt, frisst mich die Neugier fast auf. Was ist mit dir? Wer nicht wagt... Also, leg los. Okay. Leg das Deck dahin. Ganz vorsichtig. Gut. Ich würde ja fast mal sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Jetzt werden wir erstmal hier aufhören. Wer weiß, was passiert. Und naja, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Daher danke fürs Zusehen und tschüss.